So, und herzlich willkommen wieder zu NBA 2K14. Ja, wahrscheinlich seid ihr vollkommen verblüfft und so weiter, dass da nicht die zweite Halbzeit für den letzten Spiel ist, aber keine Ahnung, ist plötzlich verloren gegangen, das Video. Also im Sinne verloren gegangen, das heißt, ich konnte es nicht rendern und so. Kam dann irgendwie nur so schwarzer Bildschirm raus. Und ja, ich hatte irgendwie keine Lust, da 20 Sachen auszuprobieren. Könnt ihr jetzt gucken, was für Statistiken ich hatte hier: 38 Punkte, 12 Assists, 2 Blocks, 1 Steal. Und das nächste Spiel geht gegen die Knicks. Und wir haben mit 30 gewonnen. Aber ich kann ja mal wieder meine Attribute aufskillen. Das war ja ein Signature. Nee, ein Schlüsselspiel. Signature. Und dadurch habe ich halt 530 Fähigkeitspunkte bekommen. Oder fast 30. Was möchte ich denn gerade aufpimpen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich könnte natürlich auch auf irgendwie, warte, auf einen Signature Skill. Sowas wie Wurfgestalter. Oder Shooter. Passgeber ist auch gut. Alley-Ooper, nein, Zielwand, Hustle-Punkte. Spielmacher. Spielmacher wird. Interessant, was gibt es noch? Was bringt es mir denn überhaupt? Oh, das da was wäre beim letzten Spiel mir wichtig gewesen. Da hatte ich so einen Block von hinten, aber hat es nicht geschafft. Okay, da war es zu teuer. Also im Moment zu teuer. Ich spare mal erstmal. Oder? Ich wollte Dribbling machen. Oder? Ja, wollte ich Dribbling machen. Ist mir letztens in den Kopf gekommen. Danach mache ich irgendwie Schnelligkeit. Und danach, keine Ahnung was. Wollte ich ernsthaft Dribbling machen? Ach, egal, es ist zu spät. 91 Chemie, 91 Beliebtheit. What? Wie denn das? Alter, ich bin ja Superstar. Skiller. Ich hoffe mal, dass gegen New York wird das jetzt ein Starspieler, Matchup, Closer. Ah, Closer wollte ich mir holen. Shooter, Vollstrecker, Wurfgestalter, das ist ja keine. Oh yeah, let's get it, y'all. Showtime. Time to go out there and win, fellas. Alter, gegen Carmelo wird's richtig schwer werden. Den haben die wegen Neues? Weil. Alter, wie können die nur einen 2 zu 4 Start haben? Aber die haben natürlich, sind natürlich Chicago und wir gewinnen jedes Spiel. Denn wir sind Chicago. Hat schon mal gesagt, dass wir Chicago sind? Way, Block zum Pumpen stellen. Derrick Rose. Aber übertreiben in dieser Saison. Das ist ein 20, 10, 5. Alter, wie schnell die gerade plötzlich waren. Und Amari Stoudemire. Gute Off-Ball-Screen. Mal gucken, ist er gut in der Defense? Ich glaube nicht. Ja, Derrick Rose. So, das ist ein Pass. Derrick Rose. Da ist gut Defense. Oh, komm schon. Perfekter Release und trotzdem nur B. Den trifft er jetzt. Was, er passt? Was soll das denn? Okay, mein der erste Wurf war jetzt nicht so geil. Das war ein Pass. Oh, 3 Seconds von Shumpert.
Last game for the Bulls, they picked up the W against the Nuggets in Denver. Bam. And Kevin, what I liked most about that win was their offensive creativity. They had a really varied approach to the game. And oh, Carlos Boozer, den trifft er. Das ist Midrange, Carlos Boozer ist gut. Er trifft das schon. He will punish an opponent for giving him that much room for Midrange. He'll hit that all day. Pass den nicht zu Melo. Hallo, das sind die Knicks. Die müssen zu Melo passen und der macht alles dann. Und Stoudemire am Dreier. Na, egal, ist ja nur meine Theorie am Dreier. Ja, ich bin verwirrt. Warum wirft er sowas? Spin Fadeaway. The 17-footer. Oh, in your face. Magician's got his first points in this one. Das Magician war zwar später auch mal. Okay. What'd you think about his comments after that last game? Gut Wurf Defense. Schlechteste Karrierewetten. Alter, 34%, was ist denn das da? It's tough to move on from a team to trade the leader passen, Alter. I'm sure nice. Well, you know, Stevie realizes this is the nature of the business, so that's a good thing. And you really don't want to give up too many dunks like that. Sinker, so ein solches Pässe spielen können, ist auch ein Wunder. That's making it way too easy for sure. Yeah, major breakdown defensively. Was, du wirfst nicht? Here's Anthony. Jawohl. Aha, gut Wurf-Defense von wie? So von hinten. Normalerweise kriege ich da immer Fouls. Aber... Und Derrick Rose zieht einfach durch. Hallo, verteidig doch mal. Das ist wieder langweilig. Und schon haben wir 5 Punkte Vorsprung. Okay. Ich bin hier mal dafür, dass Melo viele Pull-Up-Jump-Shots nimmt, weil die kann man gut eine gute Wurf-Defense immer bekommen. Ding, Alter, ich springe. Ich vorne rück keinen Pass. We see it from him every game. Here's Magician. No eye post. Some nice ball movement by Noah. Oh, Noah. Schon wieder ein Pass. Noah hat jetzt schon 3 Assists oder 4 oder 2. He shouldn't be afraid to take that shot more often. He's solid from there. 7 Punkte für Derrick Rose. Anthony. Wurf, Alter, der macht 20 Punkte, der ist gleich auf dem Feier. Jawohl, what a screen. Bam, step back. Boah, nur noch mit Range werfen ist auch nice. Nein! Oh, danke fürs Hold. Ach, warum reach ich überhaupt? Ich will doch gar keinen Stil. Ich will... Was, der Trigger vom Freiwurf? Ich dachte, er trifft alles aus der Mitteldistanz. So. Schade. Mann, thank you, Doris. Here's Magician. Turned in an outstanding game against Denver. Ah, Noah. Am Brett. Boy, a fast start here. Their offense has been very impressive. Schön. They're making their own luck. Pick and roll. Einfach offensively. Pass to Shumpert. Feeds it to Stoudemire. Nein, Stoudemire. 14 feet away. Fade away, oder was? Chicago grabs the miss. Shannon Brown. Brown with it. Now Felton defending. Oh, Shannon Brown, nicht so nice, auf geht's, let's go. Bam, Shannon Brown, übertreib mal nicht. Nein, ich werde, ich werde meinen Pass gefordert, aber ist okay. Was macht denn Stoudemire hier? Was macht denn der? Der will sowas nie im Spiel machen. Also irgendwie so rumtanzen, keine Ahnung, was er macht. Oh, das ist eigentlich ein Dreier? Schöner Putback, aber war kurz verwirrt. Right. Das ist Brandon Wright? Keine Ahnung, wie die heißen.
Rose against Fulton. Was macht denn der? Right says a scream for Felton. Looking to run the round. Oh. With one hand. No, wow, oder wäre das? Er hat ihn da verteidigt. Prime example of it right there, no question. Good point, Clark. Yeah, great rebounder and a great finisher. So that's a difficult combination to deal with for the defense. So it's Chicago now. The Knicks making schon wieder. Ah, haha, Carmelo in your face. Einfach mal ein bisschen rumgetanzt hier. Dancing. Okay. Oh. Da bin ich kurz umgefallen. Nein, kein Pass zu Carmelo. Ja, ich bin kurzzeitig überrascht, warum ich dann da zwar sehr blöd im Weg rum, aber finde ich cool. Ja, 13 Punkte Vorsprung. Eben waren es noch 5, jetzt schon 13. Die Knicks müssen mal aufpassen, dass sie gute Würfe nehmen, so weißt du. Treffen gar nichts. Auch schon wieder mein Release. Mann! Ich glaube, ich treffe nicht mehr als 50%. Ich brauche da irgendwie 99 Mitteldistanz. Das fand ich aber. Warum spielen die jetzt zweite 5? Oder warum spiele ich gegen die zweite 5? Eric Bledsoe ist subbed in für Derrick Rose. Now here's Jackson. Fades. Fade away. Wo war mein Wurf-IQ? Wo war mein Wurf-IQ? Ich will mein Wurf-IQ wieder haben. Wie das wieder verbuggt. The pass to Jones. Six on the shot clock. New York needs to get off a shot. He kicks to Novak. Ach nein. Danke, Novak, dass du sowas nicht triffst. Here's Magician. Achso, mein Wurf ist noch da. Ah. Der Wurf war noch schlechter. Ich wollte jetzt nun zum Korb gehen, aber dass er da zurücktritt, war ich kurz überrascht. Ich sollte nicht so viel Midrange machen. Alter. Bin verteilt. Das ist jetzt Jermaine O'Neal, der den da verteidigt, der was. Warum spielt Jermaine O'Neal überhaupt? Jermaine O'Neal! Assist! Oh, da war er frei. This defense has been way too soft early on. They've got to start playing with some energy. Ronnie too, yes. They do something, anything to throw their shooters out of rhythm. Oh, schön. That's good. Kevin, great finish on the low block. I love it. Bledsoe kicks to O'Neal. O'Neal im Post? Ich bin... Oh, mit dem Spin ist jetzt nichts. Oder doch? Jermaine O'Neal. Oh mein Gott. Ist ja Überraschung für So it's the Knicks now. Down by 15. Here's Novak. And it's gonna be two free throws. Drew contact on the shot. What a year Novak had last season. Ach, da war ich kurz. Kevin, one of the best spot up shooters in the game. Schlafen. Bounced around the league for a while, but finally got a chance to play in New York. Nein. And boy, did he make the most of it. Yeah, that shooting stroke is really his real. Tremendously accurate from long range. Here's Magician. Mit Luol Deng. Er trifft. He feeds it to Deng. Oder auch nicht. They get a hand on it. Nein. Jetzt komme ich wieder vom. And slam dunk by Anthony. Schlechtes Umschalten auf Defense. Ich bin sogar zurückgelaufen. Ball abholen. Weißlaufen. Turnover. Guter Einsatz. Nein. Warum das denn jetzt? Mann. Wetten, Melo bekommt den Ball.
Back to Anthony. 1 second left. Ha! Was war das denn für ein Bankshot? Nein, den, was triffst du nicht? Ja, super. Ich spiele jetzt bei den Bulls. Okay, Mitspieler wird das sogar ganz in Ordnung. Kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. And a comfortable margin for the Bulls here, guys. And you could see early on, guys, they were going to go inside and try to establish their offense in the paint area. That's exactly what they've done. And I think that's exactly where they should continue to attack. Rebound Maschine. Also. So with Boozer on the bench, here's the fire for Tom Thibodeau right now. So. He's in a three. B plus, Mann, richtigen Release, ganz genau, wie im Training. Im Training habe ich ja auch immer ein gutes Timing. Alter, wen verteidigt der? Wer verteidigt denn den? Hallo, ich bei, auch nicht. Jerome mit Derrick Rose. Nice. A plus. So. Wer ist denn das mit dem komischen Hahn auf die Elf? Das ist Chris Anderson oder was? Oder ist das der Birdman? New York hat den Birdman geholt. Gut, Wurf, Defense, jawoll. Und trotzdem wechselt mein Coach mich aus. Aber immerhin komplett zufrieden. Und Magician sub in for Luol Deng. And we're now about a minute and a half into the second quarter. Johnson. Easy, easy. Johnson's got his first basket. Nurse. Okay, ganz viele unbekannte Leute in der neuen Saison. He dishes it to Jones. Jones. Dishes it to Wright. Johnson on him. And there's the feed to Mello. Jackson, jawohl, der passt mir. Turnover, Mann! Warum kann ich keinen normalen Pass spielen? Nein, jetzt rasten die Fans aus. Nein, das wollte ich nicht erreichen. Es hat viel zu viele Pässe, die ich da gefordert habe. Zu viele Leute in der Zone. Ja, den. Alter, warum sind die Fans plötzlich da? Ja, ausgewechselt. 5 Minuten. Ach, Mann, das ist noch ein Turnover, aber ich werde gleich wieder ausgewechselt. Warum kann ich... Es wird ja Katastrophe. Ich gehe raus. O'Neal. Postmove. Ich komme an Anthony nicht vorbei. Rose has got 15. Now he's hit a pair of three balls in this quarter, so he's starting to find his range. Ah, warum? Ah, was macht denn der? Hilfe! Nein! Alles antäuschen, dann doch ein Fadeaway nehmen. Boah, ich krieg nicht den Rebound. Ich hab keine Lust zu springen. Bam! Schöner Pass. Dankeschön. Here's Felton. Pass to Anthony. Backing in. On the paint. Jawohl, er verwirft durch meine gute Wurfdefense. Jawohl. Und Derrick Rose macht es wieder alleine. Meine Pass zu O'Neal. Schön Assist. Gotta be very careful with this team. They can be really strong inside if they get good position. Ja, 18 Punkte. Well, you give up that kind of deep position, 18? Steve, ja, 18 Punkte. It's over. Schon wieder eine Isolation von Anthony. Offensive struggles continue, missing again. Doncic. Here's Magician. Feeds to O'Neal. Good ball movement here by the Bulls. And it's Rose penetrating. Shoots from the line. It's rebounded by B.
Ich bin mit B unzufrieden. Anthony, right side. Ich jetzt Anthony. 35 seconds left in the first half. Here's Magician. It's good. So, spin move. Einfache Punkte. Rose has got his fifth assist in this one. Fünfte Assist für Rose. Now the pass to Anderson. Outside Anthony. Jawohl, Anthony trifft nicht mehr. Good move, Defense. Let's go. Zieht zum Korb. Oh nein, kein Block. Nein. Offensiv rüber und zulassen. Alter, ich hatte. Egal. War trotzdem eine gute defensive Leistung in dieser Halbzeit. Anthony hat 6 Würfe verworfen, das ist gut. Zwar 17 Punkte gemacht, aber naja, wir sehen, mal gucken, ob ich Anthony weiter erinnern kann.